Mein erster Motovlog, Digga. Moin Moin und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Motovlog-Video, weil sonst seht ihr immer nur Schrauber-Videos, aber der liebe Sirman hat mich dazu überredet, ein bisschen. Und ihr seht es auch gerade aus meiner Perspektive, also es ist ein bisschen verwirrend, aber ja. Du hast nicht deinen Helm, keine Kamera und das Sehner kann ich aufnehmen. Das heißt, es ist aus meiner Perspektive, aber für dich auf deinem Channel. Das gebe ich zurück dafür, dass ich dein Kennzeichen in... meinem Vlog geschliffen missbrauchen konntest, ne? Aber es war geil. Deine Maschine fährt sich echt so geil. Aber in dem Video geht es ja jetzt um die SMC, um die neue, ne? Du fährst jetzt, dein erster Test quasi. Ja, also ich bin jetzt, ich habe sie jetzt ein paar Meter schon gefahren, muss ich sagen. Ich bin die alte schon gefahren und ich muss sagen, das ist so ein krasser Unterschied. Angefangen mit dem Lenkeinschlag allein schon, ne? Für die Leute, die SMC von damals kennen, ist es ein LKW. Hier kannst du wirklich auf der Straße, wenn ohne irgendwie nochmal rückwärts, vorwärts. Das stimmt. Das ist um Welten. Was, du das immer was sagst du? Das ist krass. Ja. Das ist krank. Was sagst du denn optisch dazu? Optisch viel besser. Schöner oder hässlicher als die alte? Ich finde das schöner, weil das Dekor sozusagen komplett ineinander fließt und die ganzen Plastiks auch, wie so eine Welle. Ist ein bisschen wie eine EXC, ne? Hier die Teile, vorne die Lichtmaske ist aggressiver, das sieht cool aus. Alles halt schwarz, ne? Nicht Silber. Komm, wie geil einfach, dass die Gabel schwarz ist, dass der Lenker schwarz ist, standardmäßig. Das ist schon echt geil. Das Orange ist tatsächlich dunkler als das Alte. Das Alte ist recht hell. Echt? Und das ist richtig so ein fast schon Neon-Orange. Wenn du die nebeneinander stellst, kannst du es sehen. Wenn wir gleich zurückfahren zu dir, vielleicht ist ja noch die von Yannick da, dann kannst du die nebeneinander stellen und das mal sehen. Aber wollen wir fahren? Die Leute interessiert das doch bestimmt. Ich steige mal da vorne auf deine Karre. Oh, guck mal, da wollte schon die Frau... Mit dem Moped davon. Mit dem Hund. Mit dem Hund hinten drauf. Ja, dein Kennzeichen habe ich jetzt hier richtig verbeult. Oh Mann, guck mal hier unten. Oh Mann. Also wenn ich an dem Punkt bin, das Kennzeichen zu schleifen, dann habe ich für dieses Jahr alles geschafft. Das schaffst du dieses Jahr, safe. Du machst das schon so gut, wirklich. Also ich meine das ernst, deine Wheelies sind so gut schon. Und du schaltest schon in Wheelies teilweise und so, oder? Ja. Das habe ich auch schon bei meiner Duke gekonnt. Also bei meiner Duke konnte ich auch schon alle Gänge im Wheelie durchhalten. Das ist schon echt erstaunlich. Geil, schön hier represent im Blackout-Pulli, in dem limitierten, den es nicht mehr gibt. Den gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? Ne, den gibt es nicht mehr. Den gab es ja nur bis Ostern. Vielleicht aber nächstes Jahr geil. Wieder. Wie geil die Karte sich einfach fahren lässt. Digga, das ist so krank. Und wie gut die einfach auch aussieht. Ich fahre mal hier illegalerweise ein bisschen nach links. Wie gut die einfach auch aussieht von der Seite und im Fahren. Die Proportionen passen einfach mega gut von vorne nach hinten. Ich weiß nicht, wie die Anmaßungen sind, aber ich glaube, die ist ein bisschen kürzer als die davor. Kann das sein? Das kann auf jeden Fall sein. Lustigerweise, und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn du es nicht weißt, überrascht dich das richtig. Die ist schwerer als die alte. Was? Ja, genau. Das wusste ich jetzt nicht. Krank. Die ist schwerer als die alte. Ich hätte jetzt nämlich eher gesagt, die ist leichter vom Fahren allein. Und zwar nicht wenig, oder? Also ich würde denken, 20 Kilo weniger könnte schon gut sein. Kennst du die Verhältnisse? Nee, also die wiegt 165 Kilo, glaube ich, oder 167. Okay. Aber so, wenn du daneben stehst und sie hältst, so, jetzt an der Ampel, bleib mal stehen und dann mach die mal so nach links und rechts, dann merkst du das. Ne, das spürst du. Guck mal, wie schwer die dann wird, wenn du die so richtig rüber auf eine Seite legst. Also sobald du losfährst, ist sie einfach wendig, leicht. Oh, wollen wir eigentlich da mal vorbeifahren? Ich fahre rechts und fährst links. Ja. Oh, das ist doch ein Tech-Team hier. Ja, ne? Der weiß gar nicht, wie dem geschieht. Huhu. Hauptsache, der sieht dich da unten. Du bist, glaube ich, in seinem toten Winkel. Schnell losfahren. Ja. Jetzt hat er dich gesehen. Ja, können wir mal direkt zu dem nächsten Punkt kommen mit dem Quickshifter. Oh ja, den kannst du jetzt ausprobieren. Das passt jetzt perfekt. Ja. Ja, wir haben einen Quickshifter. Blubber nennt sich das. Genau, es heißt eigentlich Blipper. Blipper, okay. Bei KTM heißt es Quickshifter Plus. Also hoch und runter. Für die es nicht wissen. Das hat nicht jedes Moped. Deswegen. Und jetzt, Baller, ohne Kupplung. Boah. Kommst du da hinterher? Ich hab schon meine Mühe. Also tatsächlich, die geht so ab, die Maschine. Vor allem mit dem Quickshifter, das ist geil. Wenn du wirklich durchbeschleunigen willst, das ist so geil. Du hast bei dem Ding knapp 75 PS. Und 73,5 Newtonmeter Drehmoment. Was? Das ist viel. Das ist für einen Einzylinder. Ja. Digga, ist das der Hammer.
So, jetzt machen wir mal den Blibber, beziehungsweise... Ja, zack, runter. Geil. Easy, ne? Sonst hat man immer diesen Druckmoment, diesen... Oh, genau, und hier funktioniert das echt gut. Also hat mich auch echt überrascht. Man kann auf dem Gas einfach ganz normal bleiben und einfach runter. Das ist so geil. Boah, ich muss aber auch sagen, die Wendigkeit ist auch richtig gut. Oder? Das dachte ich halt auch immer. Du fährst und du kannst sie so umwerfen und denkst, sitze ich jetzt auf einer EXC oder auf einer SMC? Das kann doch nicht sein. Ich muss sogar sagen, ich fühle mich gerade auf der SMC vom Fahrverhalten sicherer als auf meiner FE. Ja, oder? Also weil es trotzdem ist, das ist halt kein Wettbewerb. Du kannst auf die raufsetzen und wenn du jetzt eine halbe Stunde oder zwei Stunden Autobahn fahren willst, dann fährst du zwei Stunden Autobahn. Das ist mega kein Problem. Easy. Sound ist gar nicht so schlecht, vor allem weil wir jetzt eben den Luftfilter schon haben. Und wenn man dann noch einen schönen Auspuff hinten dran baut, dann kann er, glaube ich, richtig geil werden. Zusätzlich, wir haben Traction Control einstellbar, zweistufig, sodass du mit Traction Control sogar wheelen kannst im Supermoto Traction Control. Das ist geil. Und wir haben Kurven-ABS. Stimmt, davon hattest du mir mal erzählt. Kurven-ABS. Hast du das schon mal testen können, oder? Nee, in meinem ganzen Leben habe ich das noch nie getestet und ich hoffe, ich werde es nie testen müssen. Fahren wir ja eigentlich gleich rechts, ja, ne? Ja, genau, wir fahren gleich rechts. Ich sag mal so, ich persönlich würde es jetzt auch nicht testen wollen. Ja, das ist wie mit meinem ABS, was wir gestern in meinem Video gedreht haben. Das war ja auch so, dass du hast Angst, das zu testen. Du kannst, wenn du nicht weißt, ob du ABS hast, kannst du nicht einfach Vollbremsung machen. Nee, weil du nicht weißt, was dann passiert. Ja. Das ist das Schlimme, ja. Also wir müssen darauf vertrauen, dass es funktioniert. Gut, wir wissen, jetzt am Ende wissen wir es, dass es funktioniert. Aber wenn es wirklich mal zur Situation kommt, man muss schon den Bumm haben, wirklich durchzulatschen, ne? Auf jeden Fall. Das ist das, ja. Aber ohne Scheiß, KTM hat alles richtig gemacht mit der Maschine. Man muss sagen, die neue muss erstmal den Ruf von der alten wieder gut machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Problem noch. Ich glaube, viele Leute wissen noch nicht, wie geil die neue SMCR ist. Also das heißt, die alte war halt auch geil. So 2012, 2013 war das ein Top-Supermoto. Aber das, was die EXCs und FEs in den letzten Jahren gemacht haben, die 17er, 18er Modelle, die sind so um Welten voraus, deine auch schon, dass einfach eine alte SMCR nicht mehr mithalten kann. Deswegen haben die sich jetzt Zeit gelassen mit Euro 4 und haben ein mega geiles Bike rausgebracht. Ich deiner Meinung auch auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn die ersten umgebaut werden, es fängt ja jetzt schon leicht an, ne? Und die sehen geil aus und man sieht, wie man mit den Dingern fahren kann, und jeder hat mal die Möglichkeit, die Probe zu fahren, dann wird sich das ins Positive verändern. Für die Leute, die echt Interesse an einer Supermoto haben, ist das echt das Nonplusultra. Für die Leute, die sagen, ja, Wartung, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und das wäre mir auch zu teuer. Man muss doch sagen, Wartung ist auch teuer auf Dauer. Klar, außer du machst es selber. Oder selbst wenn du es selber machst. Aber das jetzt stell dir mal vor, du bringst es alle 15 Stunden in eine Werkstatt. Boah. Das kannst du ja gar nicht bezahlen. Nein, definitiv nicht. Also, das wäre viel zu teuer. Da zwacken die sich ja... Was geht jetzt? Oh Mann, ey. Da zwacken die sich ja einiges ab. 200-300 Euro kostet das bestimmt, oder? So ein normaler Ölwechsel oder so? Also ich weiß noch, bei meiner Duke zu Wartungszweck Luftfilter, Öl und Ölfilter. Fast 300 Euro. Und das fand ich dann doch relativ happig. Ha, guck mal, die haben sich sogar gefreut. Ja. Siehst du das? Boah. Direkt. Wie orange der ist und wie dunkel neonorange der ist. Der ist schon echt heller. Geil, ne? Das dunkle Flash ein bisschen mehr. Ja. Okay, geiles Video, hat Spaß gemacht. Nächstes Mal dann aus deiner Perspektive, oder? Machen wir.